Damit ein herzliches Willkommen hier aus dem Fürstentum Monte Carlo, Season Nummer 6. Und ich erwarte mir ehrlich gesagt Zeiten unter 1,10 bzw. vielleicht sogar unter der 1-Minute-Marke. Okay, jetzt übertreiben wir mal nicht. Aber ich denke mal, hier Monaco mit unseren Audi wird unfassbar genial werden. Und es wird heute auf jeden Fall einen Moment geben, wo man ordentlich Lachflash bekommen wird. Abonniert unbedingt gerne kostenlos den Channel. Lasst doch gerne Däumchen nach oben da. Und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. 3,3 Kilometer, 19 Kurven und lediglich eine DRS-Zone gibt es also. Und macht doch dort gerne die 13K voll. Vielen, vielen Dank. Wir haben die 600 Abo-Marke geknackt und ich bin echt stolz. Weiter so, Leute. Falls euch mein Content gefällt, supportet und teilt auch gerne meine Videos. Let's go hier aus der letzten Kurve raus. Und ihr werdet mir auch nicht glauben, was mir im Qualifying passiert ist. Turn 1 hier, naja, sehr weit gegangen. Dann geht es hoch auf den Berg und gefühlt ist ja jede Kurve auf dieser Strecke geschichtsträchtig. Hier links haben wir das Casino, dann geht es hier an der knappen Kurve vorbei, runter in diese enge Verbremskurve von Rosberg damals und in die langsamste Stelle der Formel 1, des Formel 1 Kalenders. Dann hier rechts und nochmal rechts, die Kurven haben es alle in sich, am Hafen sind wir jetzt unten angekommen, unter dem Hotel durch, der Tunnel natürlich seit Jahren eine Attraktion, bevor es dann hier runter zur Hafenschikane geht. Einmal links, dann rechts und nochmal links. Huch! Und ab zu Tabak. Einmal Full Speed links und die Schwimmbadschikane, die ist auch immer ganz gefährlich. Hier sehr nah an die Mauer dran gekommen, beide Male und Raskas. Das ist die Strecke. Ich fühle diese Strecke wirklich mit jeder Kurve. Letzte Kurve hätte ein bisschen besser kommen können, war ehrlich gesagt aber auch okay. Wir schaffen hier eine 1,99 und jetzt gucken wir uns mal meinen zweiten Versuch an und da komme ich hier ein bisschen weit in Raskas raus, war eigentlich ab und wann sehr, sehr gut dran, letzte Exe war toll und schaut mal oben auf die Zeit, ich bin einfach zeitgleich wie meine alte Runde, das ist wirklich ein Ding, oder? Datostelle. Der Wissenschaftler startet aus der Pole Position und Lando Norris steht daneben. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Hauge, Verstappen, Tsunoda, Theo Pourchaire, Oscar Piastri, Russell, Leclerc, Drugovic, Stroll, Daruvala, Sainz, Albon, Joe, Sargent, Ocon, Gasly, Doohan, De Vries, Liam Lawson und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Und hier sind wir nun auf der Pole Position. Lando Norris mit einer sehr extravaganten Strategie. 27 Runden, Lights out und let's go. Mein Start war gut, Norris konnte dann nicht ganz anknüpfen, Dennis Hauger direkt an Norris vorbei und der wird es uns nicht so einfach machen, aber Norris wird mal ein bisschen den Bremser machen, dahinter auch Verstappen mit dem gelben Reifen, das ist eigentlich alles sehr, sehr gut, nur ich muss halt wirklich aufpassen, dass wir da keinen Undercut oder irgendwie ein dummer Fehler passiert, dass Dennis Hauger irgendwie vorbei rutscht. Purple mal im ersten Sektor, es ist sehr, sehr eng und mir fällt auf, Hauger kann sehr gut mithalten, der McLaren scheint auch hier auf diesen engen Gassen sehr gut zu gehen. Meiner Meinung nach gehören die Autos echt verkleinert, denn das sind schon so blockige Riesen geworden. 5,5 Meter lange Autos und die musste dann über diese engen Gassen kutschieren. Ihr habt es gesehen, wie es Perez da mal weggedreht hat. Es ist dann kaum möglich, irgendwie einen laufenden Betrieb, einen Betrieb am Laufen zu halten. Es ist wirklich unmenschlich. Jetzt aber mal hier zurück und ja, die erste Runde läuft eigentlich alles wie geschmiert. 1,7 Sekunden haben wir schon auf Norris gut gemacht. Der kommt mit den weißen Reifen jetzt zur Anfangszeit gar nicht klar. Das ist wirklich absolute Katastrophe. Der Mercedes, der beißt über 2 Sekunden, hat der in Runde 1 verloren. Und ja, wenn du dir das dann auch hochrechnest, das wird dann echt schwierig werden, das aufzuholen. Wir gucken noch einmal hier die Start-Replay an und ja, Norris gestanden. Ich würde mal sagen, wenn Hauger auf den zweiten Platz gestanden wäre, dann hätte ich es nicht so einfach gehabt. So war es dann doch etwas einfacher, weil ja eine Blockade hier war. Dritte Runde, 2,5 Sekunden auf Lando Norris, das viel Wichtigere. Aber wir konnten uns immer noch vor Hauger halten. Aber der ist wirklich
erbarmungslos. Der holt da in jeder Kurve auf. Ich bin kein großer Monaco-Fan. Und ihr werdet das auch merken, ich bin nicht der beste Fahrer auf dieser Strecke. Will keine Verwarnung, da bin ich echt froh drüber, denn ich wusste genau, wenn ich da jetzt einlenke, war ich mit dem kompletten rechten Reifen gegen die Mauer. Und mit jeder Runde, wo du dich noch mehr konzentrieren musst, wird halt das Ganze noch viel schwieriger. Turn 1 ist einer meiner Favoriten, denn hier kannst du wirklich den Curb sehr gut schneiden. Und wir sind mittlerweile in der fünften Runde. Mein treuer Begleiter der Windschatten in Form von dem McLaren von Dennis Hauger, der ist wirklich jede Kurve mit am Start. Lando Norris hinten 2,7 Sekunden und Max Verstappen noch einmal eine Sekunde dahinter, bevor dann Yuki ja so ein bisschen der Arme ist. Da kommt er kaum ja, vorbei. Die niederländisch-englisch-britische Abwehr ist da ziemlich gut. Die bremsen halt alles und jeden da hinten ein bisschen ein. Eins fällt mir auf jeden Fall auf, Hauger, der kann so gut mithalten, dass er das könnte interessant werden. Die wichtigere Frage ist auch, wann kommen wir das erste Mal rein oder beziehungsweise überhaupt generell das einzige Mal rein. Und natürlich habe ich auch ein bisschen auf Safety Car irgendwie gehofft oder so, nur ist das aktuell nicht, scheint es nicht so danach zu kommen. Und da sind wir jetzt, ja, vor einem kleinen Rätsel, 27 Runden, keine andere Strecke hat bei 35%, so eine Riesendistanz. Ich konnte mich jetzt aus dem Sekundenfenster in Runde 8 mal kurzzeitig rausarbeiten, doch der Hauger ist wirklich sauschnell und der holt da auch in die Kurven ab, wo ich ein bisschen schwächer bin und ja, andersrum auch, in den Kurven, wo er ein bisschen schwächer ist, hole ich dann halt wieder auf und so ergibt sich dann immer circa der gleiche Abstand. Und ja, wie gesagt, wann kommen wir in die Box rein? Das ist ziemlich schwierig. 27, ich würde mal sagen, ein, zwei Runden kann man mit den Gelben schon mehr fahren, mit dem Roten oder so. Locker so 14, vielleicht 13 oder 12, irgendwas. Wir müssen mal schauen, auf jeden Fall, was die Konkurrenz macht. Denn das ist dann halt nicht mehr so einfach. Undercut von Hauger ist safe da. Selbst Norris könnte den Undercut locker wagen. Und auch Verstappen wird dann eher schon kritischer. Jetzt achte Runde hier ist vorbei. Das ist noch viel zu früh, um reinzugehen und den ja, einzigen Boxenstopp abzusetzen. Aber Runde 11, das könnte schon interessanter werden, denn auch Lando Norris Reifen, die funktionieren jetzt. Der ist mittlerweile nur noch 1,5 Sekunden hinter uns und ich muss die Reißleine ziehen in der 11. Runde. Nein, noch nicht. Auch der Hauger geht noch nicht rein. Das Ding ist halt, es fällt schon sehr stark auf, dass gerade Norris richtig gut aufholen konnte. Der ist fast schon in meinem Sekundenfenster und Hauger, durch Hauger bekommt er auch schon DS. Also das ist alles andere als am Schnürchen, würde ich mal sagen. Und vielleicht war das so ein bisschen auch die Idee hinter der Strategie. Ich verstehe einfach nicht, warum man einen Piloten auf dem weißen Reifen starten lassen sollte. Also ich würde das keinen empfehlen, gerade auf Strecken wie Monaco. Aber Ende Runde 12, es ist, ich kann die Reifen nicht mehr im Leben halten, wir gehen rein. Auch Hauger entscheidet sich dazu reinzugehen. Ich bin meiner Meinung nach vielleicht eine oder zwei Runden zu früh drin. Aber besser zu früh, als dass ich dann irgendwie einen Undercut kassiere. Ja, vielleicht kommt dann auch noch irgendwie Safety Car oder so. Das könnte dann natürlich auch wieder schlecht für uns werden. Aus der Pit raus. Oh mein Gott, das war knapp mit Drugovic. Halleluja. Darubala und Drugovic vor mir. Die zwei saulangen Namen und alle fangen mit Du an. Das ist auch interessant. Jetzt einmal hier hoch Richtung Casino. Und ja, Drugovic, der ist schon, denke ich mal, am Ende der Lebensdauer von den weißen Reifen angekommen. Also da werden wir schnell auflaufen. Und so ist es leider auch. Ich hoffe natürlich, dass wir da jetzt nicht allzu lange brauchen, um den zu überholen. Das ist ganz, ganz blöd, dass ich genau hinter dem rausgekommen bin. Sonst hätte ich einen 4 Sekunden Vorsprung da und könnte da locker, oder einen 4 Sekunden Rückstand und könnte da locker dran arbeiten. Aber ja, wir kommen hier schön dran. Jetzt quetsche ich mich da rechts vorbei. Ja, da war ich komplett neben der Strecke. Also das war nicht ganz so klug ausgearbeitet, dass ich mir das Ganze im Kopf vorgestellt habe. Teamkollege ist jetzt in der Boxengasse drinnen. Drugovic immer noch vor Hauger. Das ist sehr gut. Der bremst ihn da noch ein paar Kurven ein. Das ist noch sehr, 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 sehr gut.
Weitergefahren ist ein McLaren und ein Red Bull. Der Rest ist in der Box drin. Teamkollege ist leider auch wieder hinter uns. Drugovic bleibt draußen. Das ist natürlich ganz, ganz schlecht für Rocker. Und da gucken wir uns noch einmal diese Szene an. Runde 11. Boah, da war ich nah dran. Habt ihr das gesehen? Vorne links. Halleluja. Das war fast gestreift, aber so fährt man eigentlich perfekte Kurve. Und Runde 13 dann. Da komme ich eigentlich... Also ich komme saugut aus dieser Kurve raus. Im Windschatten sorge ich mich dann Richtung Hafenschikane. Doch da bin ich wirklich viel zu spät auf der Bremse und muss da die Kurve cutten. Bin ich froh, dass da keine Verwarnung gab. Runde 15. Wir sind auf dem zweiten Platz. Russell war noch nicht in der Box drinnen und Roger wurde mit über 5 Sekunden jetzt durch Drugovic richtig aufgehalten. Ich bin mir aber dennoch sicher, dass das heute, dass das Duell noch nicht gegessen ist, denn es kann viel passieren in Monaco. Wenn du dich einmal irgendwie vertust, kann da gleich 2-3 Sekunden weg sein. Jetzt ist auch Russell drin und wir übernehmen mal kurzzeitig die, oder sagen wir mal jetzt wieder, die Führung. Runde 16, 11 Runden sind es noch zu gehen und unsere Reifen haben natürlich jetzt schon ordentlich was am Buckel drauf. Also wir waren ja schon in der 12. Runde drin, das heißt, die Reifen sind jetzt schon 4 Runden alt und Max Verstappen auf Weiß gegangen. Das ist interessant. Lando Norris auf Gelb. Lando Norris startet also mit dem weißen Reifen, um dann auf Gelb zu wechseln. Das finde ich sehr interessant. Runde 20. Ja, Hogger hat es wieder näher dran geschafft. Doch alles aktuell noch im Griff. Das scheint mir ehrlich gesagt ein typisches Monaco-Rennen zu sein. Du fährst vorne und ja, keiner macht irgendwie ein Überholmanöver, denn es ist auf diesen engen Straßen nicht möglich. Finde ich echt schade. Also Monaco hätte mehr Potenzial, wenn man etwas rausschöpfen würde. Hier links vielleicht abbiegen, dann die ganze Promenade entlang oder die Chiganemoa, die Promenade entlang, irgendwie Straßen verbreitern. Es würde ja nicht viel gehen. Monaco ist halt sehr, sehr klein und gerade eine DRS-Zone, das ist halt wirklich auch eher nicht so gut. Auch den Berg rauf, du kannst halt kaum irgendwo überholen. Das Spannendste im Rennen ist dann tatsächlich das Qualifying oder halt dann im Rennen selbst der Start. 26. Runde mittlerweile. Ich bin nur noch 8 Zehntel von Hogger weg, aber ja, ich habe natürlich jetzt auch die Pace nachgelassen, ihr seht es auch am ERS. Also ich bin da komplett am Sparmodus unterwegs. Was soll ich pushen? Ich meine, es ist, man kann eh nicht überholen und die einzige Kurve oder die einzige Stelle, die zählt, ist dann halt tatsächlich die letzte Kurve. Die musst du halt gut machen. Und das ist die gelbe Flagge, Leute. Da hat es jemanden weggespinnt. Es ist ein Stau. Ganz vorne ein Mercedes. Das ist natürlich gar nicht gut. Und nur Norris, Horger und ich sind durchgerutscht. Juki mit der 5 Sekunden Strafe. Das kann natürlich jetzt echt böse ausgehen. Ich bin da ganz spät auf der Bremse, aber mich interessiert eher mehr, wie lang dieser Stau da hinten noch geht. Dann sollte er immer noch an, weil es gibt keine Red Flag, keine Safety Car, kein VSC. Das ist leider so ein kleiner Manko an dem Game. Ja, die kreative Warnung. Aber ich war da irgendwie mit dem Kopf auch nicht mehr beim Rennen, denn du siehst halt da hinten so viel. Jetzt löst er sich wieder leicht auf, dass es da kein Safety Car oder sowas gibt. Das ist so ein bisschen ein Bug vom Game. Denn wenn in den letzten 2-3 Runden irgendwie ein Crash passiert, ist das irgendwie nicht mehr da. Und jetzt gucken wir uns noch einmal hier den Crash an. Yuki Tsunoda, der brettert hier die Kurven runter und kracht dann in die Mauer, macht einen Querbalken. Dann probiert ihn hier der Aston zu überholen und genau wenn der Aston vorbei will, fährt ihn nochmal rein. Mich erinnert das so stark an Daniel Ricciardo. Oh mein Gott, Leute, habt ihr hinten gesehen, der Ferrari. Mich erinnert das so stark an Daniel Ricciardo damals. Ich weiß nicht, ob es mit Kwiat war. Also es war auf jeden Fall in Aserbaidschan. Und dieser Pendler, der sah so übel aus. Also den Pendler hat er schon 1-2 Kurven vorher mitgenommen. Und der löst da den Stau aus 5 Sekunden. Das ist natürlich ganz, ganz bitter für den Japaner. Also nachdem er uns im letzten Rennen noch ordentlich Parole geboten hat. Schaut gerne oben rechts, soweit ist die Playlist drin. Ich bin mittlerweile in der 27. von 27 Runden. Ja, und natürlich haben sich die Probleme sozusagen in Luft aufgelöst, denn Thierry Boucher ist jetzt 20 Sekunden hinter uns. Nur Dennis Hauger und Lando Norris sind hinter mir. Und ja, auch die werde ich in Schach halten können. Es ist wirklich, ich kann einfach nicht mehr. Es ist so lustig, wie der abgeflogen ist, Leute. Was sagt ihr zu dem Crash? Realismus auf jeden Fall.
abonniert gerne den Channel, gucken wir uns mal die Siegerehrung an. Oh, superb driving. That is the race win, my friend. Well done. Das war mal wieder ein packender großer Preis von Monaco. Wir haben die ganze Zeit mitgefiebert und jetzt steht der Sieger fest. Stefan Römer, was denkst du? Wie haben sie dieses Resultat erzielen können? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Die Gesichter der drei Bestplatzierten sehen unglaublich glücklich aus, während sie sich auf das Podium begeben. Sie alle hätten den Sieg verdient gehabt. Da hat es noch eine getroffen. Daru Waller bekam auch eine 5-Sekunden-Strafe und dann waren dann doch die Abstände sehr groß, dadurch, dass die ja ewig gestanden sind. Wir bauen auch den Vorsprung heute wieder aus. 48 Punkte in der Weltmeisterschaft. Konstrukteurswärme führen wir auch an. Und Oscar Piastri hat von der Strafe von Yuki auf jeden Fall profitiert. Ist auf dem 6. Platz vorgerückt und auch ein tolles Rennen von ihm. Ich meine, wenn man es nimmt, Monaco ist immer ganz, ganz schwierig und ein ganz spezielles Thema, würde ich mal sagen. Also, da muss ich echt sagen, das ist gut gegangen auch für ihn. Schlecht war es natürlich auf jeden Fall für Yuki Tsunoda. Ich meine, was soll ich euch sagen? Dieser ultra-realistische Crash, der hat halt alles heute auseinandergenommen. Und das war natürlich, das ist ein echt leichter Bug vom Game. Dass sich die Fahrzeuge da direkt stauen und so. Ja, sonst war es eigentlich eh okay. Auch Jorge ein sehr starkes Rennen gefahren. Mir kaum von der Seite gewichen. Level 20 ist der Piastri und wir sind 23. 2,5 Millionen für dieses geile Rennen und 15 Überholmanöver. Wie hätte ich die jemals schaffen sollen? Auf einer Strecke wie Monaco. 5 habe ich geschafft. Und ich finde es halt auch cool, dass man die in der Box dazu zählt. Da wird es ein bisschen einfacher. Und ja, Weltmeisterschaft schaut sofern jetzt mal gut aus. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen. Da geht es in Spanien weiter oder später noch auf TikTok. Viel, viel Formel 1 Stuff. Und by the way, launchen ja auch ein paar Teams. Da werden wir auch reagieren darauf. Und wie findet ihr den bis jetzigen Haas mal? Schreibt es gerne in die Kommentare. Aber für heute soll es das mal gewesen sein. Max Verstappen, Charles Leclerc oder George Russell. Wir nehmen uns tatsächlich, glaube ich, George Russell. Ja, der ist auch der stärkste von allen. Abonniert gerne den Channel, schaut auf Instagram und auf TikTok vorbei. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.